Ja, herzlich willkommen zu diesem Video zu Google Classroom. Das richtet sich jetzt hier an euch Schülerinnen und Schüler. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr schon einen Kurscode bekommen habt von euren Lehrkräften, dass ihr entweder eine schon E-Mail-Adresse von der Schule zugewiesen bekommen habt, damit ihr hier bei Google Classroom einsteigen könnt, oder dass ihr zumindest eine Google-Adresse habt. Also jeder, der ein Android-Handy hat, der hat ja seine Google-E-Mail-Adresse und auch andere iOS-Nutzer können sich die ja gratis bei Google dann zulegen. Ja, und wenn man das dann hat, kann man auf das zugreifen, was Millionen anderer Schüler auch verwenden, nämlich auf diese Google Classroom. Hier bei Wikipedia, wenn jemand mehr Zeit hat und sich das anschauen möchte. Einstieg geht über Google, man googelt Classroom Google und dann hat man hier diese Adresse schon einmal angegeben. Wenn man da draufklickt, kommt man zu einer Eingabe und dort gibt man dann die E-Mail-Adresse an und kann sich dementsprechend dann auch schon einfach dann bei Google Classroom dann einloggen. Man geht dann hier auf Kurse. Man ist dann eingeloggt, das schaut dann hier so aus, da ist noch ganz leer. Und wenn ihr den ersten Kurs euch dann einloggen wollt oder auch mehrere, dann klickt man hier auf dieses Plus. Dann nimmt man Kurs anmelden und gibt dann hier dementsprechend diesen Kurscode ein. Ich habe hier schon mal einen bekommen, zum Beispiel per E-Mail, kann ihn dann eingeben, gehe auf Anmelden. Und der Kurs wird freigeschaltet, das schaut dann bei mir so aus. Wenn ich jetzt hier links oben hingehe, auf Kurse, habe ich einen Überblick über die Kurse, die ich habe. Das heißt, wenn du mehrere Kurse hättest, würden dementsprechend auch mehr angezeigt werden. Geht hier in diesen Kurs hinein und schauen wir mal an, was ich hier alles machen kann. Ich habe hier den Stream und da kriege ich so die grundlegenden Infos einmal, also irgendwelche Botschaften von der Lehrerin oder dem Lehrer. Bei den Kursaufgaben sehe ich dementsprechend, klicke ich auf OK. Sich dementsprechend, welche Aufgaben hier freigeschalten sind. Mein Lehrer hat in dem Fall hier Mittelalter festgelegt, das Thema. Es könnte auch ein anderes Thema sein, wenn du Biologie zum Beispiel hast, Zellen oder was auch immer. Und das ist dann diese Unterteilung dieser verschiedenen Aufgaben. Ich gehe mal in diese erste Aufgabe jetzt hier hinein, sehe dann, was ich hier zu machen habe. Diese Aufgabe wurde mir zugewiesen, ich sehe hier der Reihe nach, was ich machen kann, habe hier die Materialien, die ich mir anschauen sollte. Wenn ich hierher klicke, wieder ein neues Fenster. Hier mal mir etwas gezeigt, hier die Unterlagen, die ich mir anschauen könnte. Ich könnte sie hier dann zum Beispiel auch dementsprechend dann ausdrucken. Gehe hier zurück. Ich kann hier zum Beispiel dann mir eine Word-Datei anschauen. Ich klicke hier. Ja, habe diese Word-Datei, die ich mir anschauen kann. Und könnte sie mir dann dementsprechend dann auch, wenn ich hierher gehe, mir dann Details anzeigen lassen, am neuen Fenster anzeigen lassen. Wenn ich es mir im neuen Fenster anzeigen lasse, kann ich sie nämlich hier herunterladen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, wenn du hier bist, du lädst dir die, geh nochmal da zurück, ne, gehen wir daher. Wenn du da draufklickst, kannst du hier dann, wenn du auf diese drei Punkte gehst, die neuen Fenster öffnen, kannst du sie dann hier dann herunterladen. Wenn du hier auf Herunterladen klickst, kannst du dementsprechend dann hier diese Word-Datei dann herunterladen. Das ist, glaube ich, dann ganz gut zu wissen. Ja, ich gehe jetzt da wieder her und so kann ich mir die Sachen anschauen. Ich könnte mir hier auch eine Learning-Apps-Übung anschauen oder das YouTube-Video, das hinterlegt ist. Aber in der Regel wird es ja auch dann darum gehen, dass ich hier dann auch etwas machen kann und dass ich hier dann Aufgaben auch dann letztlich hinterlegen kann. Ich gehe hier auf Aufgabe ansehen, bin jetzt hier in diesem Bereich hier und kann jetzt hier etwas heraufladen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel hergehen, hinzufügen, eine Datei, klicke hierher. Und kann dementsprechend hier zum Beispiel eine Datei, Antwort 01 zum Beispiel, hochladen. Die wird dann heraufgeladen, man sieht das hier rechts oben. Die Lehrer und der Lehrerin können sie dann auf ihrem Computer anschauen und können dir dann zum Beispiel einen Kommentar schreiben. Ich habe mich da schon mal eingeloggt, und mir wurde da schon einmal etwas geschrieben. Und da sehe ich dann die Rückmeldungen praktisch dann von den Lehrern und Lehrern. Und hier kann ich also immer wieder was raufladen. Etwas hinzufügen, ein Link, Datei, was auch immer, Verknüpfung mit meinem Google Drive vielleicht. Und wenn ich dann fertig bin mit dieser einen Aufgabe hier, mit dieser Wochenaufgabe, klicke ich hier auf Abgeben und die Lehrerin und der Lehrer sehen dann dementsprechend, was du bereits gemacht hast. Und hier kannst du dann Kontakt aufnehmen dann mit deinem Lehrer und deiner Lehrerin. Ja, und wenn ich damit dann fertig bin und abgegeben habe oder auch einfach noch nicht ganz fertig bin, sondern Teil gemacht habe und schauen möchte, was vielleicht in anderen Kursen läuft, gehe ich hier wieder auf Kurse und schaue dann vielleicht in einen anderen Kurs hinein. Ja, und das war es eigentlich. Einloggen, nachschauen,
was zu machen ist, die Aufgabe sich dann ansehen, dann dementsprechend Sachen raufladen, bearbeiten, Kommentare an die Lehrer schicken zum Beispiel. Wenn ich sie mache, nur einen Einzellehrer. Wenn ich sie schicke, dann können es andere im Kurs dann ebenfalls lesen. Ist vielleicht auch ganz praktisch, wenn man Hilfestellung aus der Gruppe benötigt. Dann ist das hier der geschickte Weg. Ja, das ist eigentlich schon der, sind eigentlich die Basics, das Wesentliche für den Umgang mit Google Classroom. Ich hoffe, es hat dir etwas genutzt und wir sehen uns hoffentlich wieder in einem anderen Video.